Hey und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe von Major King. Ich bin mal wieder hier und bin diesmal auf meinem Kanal unterwegs. Wie ihr seht, es ist eigentlich eine Spezialausgabe. Wir sind zwar derzeit noch bei 299 Abonnenten, sondern kommen da hoffentlich auch bald auf die 300, beziehungsweise waren wir schon auf die 300 und ich will die Chance nutzen, einfach mal hier nochmal die besten Dinge mir rauszugucken und meinen Kanal anzugucken, ist ja schon eine Weile her. Ich bin beigetreten 2012, habe aber zu der Zeit nicht viel gemacht, muss ich sagen. Und habe hier im Prinzip erst, ja, so sagen wir mal, vor 5 Jahren oder vor 4 Jahren ein bisschen größer angefangen, loszulegen, hab mal so die eine oder andere Episode hier, funny, also lustige Momente von Twitch oder von irgendwelchen Aufnahmen kopiert, hab das teilweise noch für meinen Bruder mit benutzt, die Stahlhaube, schöne Grüße hier an der Stelle raus. Will man einfach gucken, also vor 5 Jahren ging es hier tatsächlich los mit teilweise echt schlechten Aufrufzahlen, war ja meine Stream-Karriere, meine Zock-Karriere hat ja eigentlich begonnen, Karriere kann man dazu jetzt auch nicht sagen, aber ich habe begonnen mit Battlefield 1942, man sieht es hier noch, habe dann, bevor ich mit YouTube gestartet habe, zusammen mit dem Vitamin hier sogar noch ein Match kommentiert. Das war auch wirklich legendär. Und aus diesem Match damals von der BF League, Gun BF gegen Pass 42, ist dieser Ausschnitt zu sehen. Das Original hatte dann Vitamin auf seiner Seite. Es ging hier weiter mit einzelnen Videos, die ja nicht wirklich doll waren. Es gab zwischendurch mal hier so ein 1548 Aufrufe-Ding, insbesondere das deutsche Eisenbahngeschütz auch aus Company of Heroes 2, nicht mal selber, doch ich habe mitgespielt, aber ist nicht mal meine Aufnahme, sondern die von Stahlhaube. Habe viel Sleeping Dogs gespielt, es gab mal hier so vereinzelte Matches, Flugshow, Flammen GTA 4 Bug an der Schaukel, kennt der eine oder andere vielleicht noch. Oder hier auch bestimmte andere Sequenzen. Lohnt sich auf jeden Fall. Wir können gerne mal hier kurz reingucken. Zack. Fetz. nicht schlecht, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sowas zum Beispiel, oder gut war, die Flugshow können wir uns auch nochmal angucken. Wegfliegen, los, wegfliegen! Flieg! Was ist das denn? Flieg! Ah! Oh, was ist das? Oh, der Flammen! Auch legendär mit dem Bockwurstwasser zusammen, GTA 4. Ja, man hört es, waren wirklich lustige Momente in dem Moment, auch teilweise im Teamspeak dann eben, hier BF3-Kids. Und auch einen eigenen Song, den ich mal mit einem Programm geschrieben habe, in Erinnerung oder in Gedenken an Battlefield 1942, können wir auch kurz mal hören, er ist Flagrunner. Hier aus den alten Zeiten noch Screenshots, die ich hatte da zusammengeschrieben. Ist jetzt nicht von vorne, müssen wir mal von vorne machen. Ist wirklich jetzt nicht doll, erstellt. Man sieht ja hier, es ist ja eine alte Aufnahme, sagen wir mal so. Wir haben hier wirklich von ganz früher noch einfach nur Screenshots zusammen mit dem Windows Movie Maker zusammengestellt und dann einen Song daraus gemacht. Kann ich nur empfehlen, ist jetzt kein Highlight und kein Vergleich mit irgendwelchen Top-Songs, aber es ist so für die erste eigene Produktion, nach deutlichen Stunden reingesessen, klingt jetzt nicht verrauschend, aber ist nicht verkehrt. Da kann man gut mal ein Auge hinwerfen, einen Blick hinwerfen. Ändert sich dann zum Schluss sogar nochmal.
mal mit ein paar coolen Erinnerungen hier an Battlefield, an Matches oder auch an einfache Sessions, die man hier so zusammen auf irgendwelchen Karten durchgeführt hat, durchaus eine Erinnerung wert, ja. Von daher, ja, was gibt es hier noch? Wie gesagt, viel COH, Walking Dead, Battlefield 4, ging es auch los, Kampagne mal angezockt, Division, Watch Dogs, The Walking Dead, Road to Survival, da ging es noch, da sitze ich ja heute noch dran, teilweise, man sieht es auch an den Bildern hier von den Spielen. Dann ging es so los vor 3 Jahren, ungefähr so mit den ersten Videos, die ich hier gemacht habe, und dann Buried Town, zum Beispiel Stick Wars, hat nicht tolle Aufrufe, waren ein paar lustige Spiele bei, Heyday, World in Conflict, so, und dann ging es aber auch schon fast los mit Stickman Zocker, war auch nicht ganz so verkehrt. This War of Mine, auch nicht schlecht gewesen, aber ziemlich schwer. Fallout, immer mal wieder Division. FIFA 16 sieht man hier noch, die Blacklist, auch nicht toll gewesen. Und dann ging es auch schon Fallout Shelter noch einige. Wings of Fury noch, Wings of Fury noch ein ganz altes Spiel von früher. Der Remake war aber nicht so berauschend. Republic war auch jetzt nicht so berauschend. Heyday. Und dann ging es aber auch irgendwann jetzt schon los mit Last Day on Earth. Und da bin ich eigentlich zumindest zu den ganzen Zuschauern gekommen oder zu den Abonnenten, würde ich mal sagen. Es gab immer mal so einzelne Spiele hier, unser Kater, die man immer mal wieder reingeschaut hat, wenn es was Neues gab. FIFA Mobile, Landwirtschaft. Aber bin ich sogar selber mal Traktor gefahren, kann ich auch nur empfehlen. Habe ich zum 30. geschenkt gekriegt von der Stahlhaube. Nicht schlecht, Landwirtschaftssimulator, aber in echt, in einem Traktor, das hat auch Bock gemacht, definitiv. Battlefield 4, Division, Fallout, Dawn of Titans, also etliche Videos, ja, bis es dann irgendwann wusstest du mal, jo, das allererste Video von Last Day on Earth, so ich eigentlich hier mal. Ja, Raider, ziemlich viel Fallout, Sandbox, kommt's noch, Evolution, FIFA Mobile. Also wirklich viele Spiele auch. Einige OAD noch. Lords of the Fallen. Heyday. Das ist so lange her. Ich dachte, dass ich zwischendurch damit schon angefangen habe. Wildlands. Da war, glaube ich, auch mal eine Runde. Es waren immer nur so Spiele hier, wenn Stahlhaube und Bockwurstwasser zusammen gezockt haben. Habe ich das auch hingestellt, aber hat nie so richtig die Zuschauer gezogen. Ja, War Thunder. Ich selber auch nochmal auch von Stahlhaube noch ein paar Videos hier. Da hatte er nämlich noch den Dings genutzt hier, den Kanal. Ja. So, aus dann da ganz viele Sachen immer rüber. Dann ging es so mit Iron Blade los. Das ist schon eins der meisten Aufrufe hier hatte. Gucken wir uns so gleich nochmal an, was hier so am meisten Aufrufe hatte. Aber und dann geht's hier los. Last Day on Earth. Wie gesagt, vor 2 Jahren, das allererste Mal, bin ich da, glaube ich, umhergerannt. Auch nicht schlecht. Na gut, das ist was Internes hier. Game of Thrones. Genau. So, also man muss tatsächlich sagen, es hat sich dann und dann geht's hier los. Last Day on Earth, Space Rape, Bunker. Immer wieder so weiter. Star Wars, War Thunder. Dann meistens mit Last Day on Earth. Wie gesagt, immer wieder schon Level 40 da mittlerweile. FIFA Mobile gespielt. Also, ja, hab natürlich viel versucht, Mobile Games zu zocken. Bin heute aktuell immer nur noch dabei, wirklich Mobile Games zu zocken. Spiele aktuell auf der Switch Skyrim zum 2. Mal durch. Kann ich nur empfehlen. Die Switch kann ich auch nur empfehlen. Es gibt zwar jetzt nicht die Masse an mega geilen Games, aber Skyrim lohnt sich da auf jeden Fall auch nochmal. Ja, also wie gesagt, ich wollte eigentlich nur noch mal hier Lego City mal zeigen. Ich gucke schon ziemlich viele. Wir gucken uns auch gleich noch mal an die besten Videos, die ich hier habe. Die sind jetzt auch nicht so doll, aber gibt natürlich bessere YouTuber und sonst was. Ich mache das hier auch Spaß. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Das ist jetzt hier kein Gewinn oder sonst wie die. Also, wir gucken mal nach beliebteste. Da sehen wir auch beste Last Day on Earth.
7600, 5500, 4900, 37, 35, 24, 23, 22, hauptsächlich natürlich Last Day on Earth. Ja. Dann nochmal wieder so vereinzelte Dinger hier, Agent A, ja, Hundezucht. Man sieht schon, so Playlists sage ich ein paar, aber schieb mich mal hier drüben rüber, Kanalinfo, man sieht auch, die Aufrufe sind jetzt nicht so megamäßig, 94.000, über 100.000 würde ich mich natürlich auch freuen, genauso wie 300 Abonnementen, oder Abonnenten, die waren schon mal kurzzeitig da, sogar 301 sind dann wieder runtergegangen. Wie gesagt, ich mache das Video jetzt trotzdem einfach nochmal, um zu sagen, ich bin noch da, ich zocke noch, vielleicht ein bisschen weniger gerade mit Videos, aber ich habe noch ein Special in der Hinterhand, da ist aber abhängig von einer sozusagen Zuarbeit von einem Kollegen, das gibt es, sobald es da ist, und es wird jetzt noch so zwei, drei einzelne Videos zu ein paar neuen Games mal im Mobile-Bereich geben, und sage auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr mir über die ganzen mittlerweile Jahre hier die Treue gehalten habt. Ich hoffe, dass es euch allen da draußen gut geht, vor allen Dingen auch die, die in dieser Corona-Zeit hier, dass es euch da gut geht und dass man sich auf jeden Fall wieder hört. Ich freue mich. Schreibt Kommentare runter, was ich jetzt auf jeden Fall noch raushauen will, ist, wenn ihr ein Spiel mal von mir gespielt haben wollt, insbesondere im mobilen Bereich, schickt mir einfach einen Link davon, am besten hier aus der Play, aus dem Play Store von Google oder von Android, und dann zerrücktet mal an. Ja, also gerne, wenn ihr wollt. Jetzt dürft ihr entscheiden, haut raus und dann geht's los. Ich sage an der Stelle vielen Dank für's Zusehen. Ich hoffe, ihr habt es euch bis zum Schluss angesehen. Mir hat Spaß gemacht, euch nochmal kurz meinen Kanal zu zeigen, mal auch zu zeigen, wie lange das hier alles schon so ein bisschen lebt und was hier hauptsächlich kam, und sage nur, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Kinky.